Mario hier, willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Ja, was soll das heute eigentlich sein? Update, Information, Unboxing, ja, alles Mögliche. Also, ja, Kanalupdate kann ich jetzt so erstmal nicht sagen. Ja, einige haben gefragt, meinem Knie geht's langsam besser. Das hat ja aber mit dem Basteln nichts zu tun. Und das konnte ich ja dann einigermaßen immer weitermachen. Ja, worum geht es eigentlich? Und zwar Information. Viele von euch wissen, dass ich hier Team vom DEFMA Models bin. Und Sebastian hat ein, ja, wie soll ich sagen, Info-Video rausgegeben, ein Gewinnspiel-Video rausgegeben auf seinem Kanal. Den Link blende ich euch hier jetzt mal ein. Und zwar, wie viele wissen von euch, nimmt er an der Messe in Ried in Österreich teil. Jetzt kommen wir zum Update. Nächstes Jahr will ich mit dabei sein, im Oktober. Also, aber wird zu gegebener Zeit, wird es dann natürlich noch Informationen geben. Auf jeden Fall kann man bei ihm und also über das Video kann man dann erfahren, worum es geht. Und dann auf der DEFMA Models Seite bei Facebook kann man dann zwei Eintrittskarten oder dreimal zwei Eintrittskarten gewinnen für die Messe. Also, ne, schnell mal nachschauen, wem es interessiert und wer da hinkommen kann. Auf jeden Fall wird sich die Reise dorthin lohnen, weil da gibt es ganz, ganz, ganz viele schöne Sachen zu sehen, was Modelle angeht, über alle Sparten. Und natürlich, DEFMA Models ist natürlich sehr viel vertreten, was den Schiffsmodellbau angeht, unter anderem. Natürlich, wir sind breit gefächert, wir machen viele Sachen, aber Schiffsmodellbau steht bei uns ganz weit vorne. Also, wenn ich dann nächstes Jahr dabei sein werde, auf jeden Fall, da wird der ganze Tisch vollgeknallt mit Schiffsmodellen, sowohl fertig als auch angefangene Modelle. Natürlich sind dann mein DeLorean dabei, der wird dann schon eine ganze Ecke weiter sein. Und der Jeep Willy natürlich auch, der wird auch mitkommen. Gut, und dann dementsprechend, ne, bis jetzt haben wir ein paar Ausgaben verbaut. Und bis dahin sind es ja dann nochmal 50 mehr. Da wird dann echt eine Menge mehr zu sehen sein. Gut, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar, also nicht vergessen, da mal reinzuschauen. Wir kommen zu einem anderen Thema, und zwar Unboxing. Also, Update, Information, Unboxing. Jetzt kommen wir zum Unboxing. Und zwar, ich habe das hier bekommen. Das hat mich schon immer interessiert. Das wollte ich schon immer mal bauen und schon immer mal haben. Und würde dann, das packe ich aber noch nicht aus, zu diesem alten London-Bus passen, der auch noch nicht angefangen ist. Der eine oder andere hat diesen Bausatz schon mal bei mir gesehen und ihr seht, ne, der wird auch noch mal irgendwann auf euch zukommen. Und zwar geht es hier um eine London Telefonzelle, ne? Schön rot, schön alt, und die packe ich mit euch jetzt mal einmal aus. Die Knisterfolie habe ich schon entfernt, damit, ne, eure Ohren geschont werden. So, was bekommen wir? Erstmal einen Haufen Leisten in verschiedenen Abmessungen. Dann eine Plastikschachtel, die befreie ich mal von der Folie, von der Knisterfolie, ist doch noch welche dabei. Eine schöne Plastikschachtel mit diversen Teilen dabei. Oh, hier ist Nasenfahrrad, weil hier ist noch Folie drauf. Vielleicht kriegt die so ab, dann kann man die ja nochmal wieder rüber machen, das Klebeband. Weil es ist ein Unboxing, es ist noch nicht, es wird noch nicht gleich angefangen zu bauen. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ne? Aber nein, ist so. Und dann gucken wir mal nach. Und zwar sind hier zum Beispiel drei Stück davon drin, Scharniere. Die sind hier auch zu sehen, auf dem Bild. Ne? Wollen wir mal genau gucken hier. Da zum Beispiel ist eins und da und da.
Scharniere sind hier drin. Dann ja, diverse Kleinteile, ganz genau zuordnen kann ich das noch nicht, aus Metallspritzguss. Hier zum Beispiel, ja, mal gucken, ob das so gehört. Ja, das muss ja nachher, hier, das ist dann nachher das Telefon. Aus mehreren Teilen. Und die Wählscheibe ist auch nochmal extra. Mal gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme. Also das kommt hier dann so rauf noch. Und hier ist dann der Telefonhörer. Der muss aber noch mächtig entgratet werden. Da habe ich hingekriegt. Und noch natürlich richtig schön. Das ist jetzt hier noch nicht richtig zu sehen. Hier ist dann ein rundes Teil, das wird die Wählscheibe. Viele werden sagen, was ist die Wählscheibe? Ja, da musste man früher den Hörer abnehmen und den Finger dann, meinetwegen bei 110, ne, dann hat man in die 1 getippt, bis zum Anschlag gedreht, losgelassen, wieder zurück. Nochmal die 1, wieder zurück. Und dann auf die 0, das war dann die weiteste Entfernung, einmal rum und wieder losgelassen. Und dann hat sich das Telefon eingewählt. Ja, wie gesagt, hier sind ein Haufen Metallspritzgussteile drin und ja, das soll dann wohl die Telefonschnur sein. Ich sag mal, das ist wie, ja, fest sich an wie Gummi, als wenn das ein Stückchen ganz dünnes Kabel ist. Kann ich jetzt aber so nicht identifizieren. Das Problem, naja, was heißt Problem? Es gibt keine Bauanleitung. Und zwar gibt es eine CD, hat sich das ein bisschen einfacher gemacht. Es gibt eine CD und da habe ich auch noch nicht reingeschaut. Das gucke ich mir dann später mal an. Da wird dann sicherlich die Bauanleitung drauf sein und auch die Einzelteile, wie die beschriftet werden. Dann ist hier ein Haufen Papier dabei und Folie. Hier Folie, die ist aber auch noch beklebt. Da ist auch noch was drauf, was man, also auf der Folie ist noch eine Folie, die man dann abnehmen kann. Und zwar, und hier sind die Schablonen für die Folie, wie die dann ausgeschnitten werden für die Seitenwände. Und ja, sicherlich auch noch für die Tür. Nee, die Rückwand kriegt keine Folie, wie hier ja zu sehen ist. Ne? Und die Seitenwände und die Tür bekommt dann so eine Folie. So, was haben wir hier noch an Papier? Hier haben wir dann eine Schablone. Irgendwas fehlt noch. Runtergefallen ist nicht. Hier haben wir eine Schablone, dann wie das Türgitter aufgebaut wird. Und wie man das dann zusammenkleben muss. Und für das Dach genauso. Aber irgendwas fehlt mir noch, aber das kommt vielleicht gleich noch. Ah, hier ist noch Papier dabei. Hier ist noch Papier dabei. Und zwar, hier ist dann noch, was dann alles an der Wand dran hing. An, ja, Werbung und, ja, ich denke mal Werbung und dann für, ne, für die Tür, Pull, ziehen bitte, Telefon. Und hier, liebe Jugendlichen, hier sind dann ist die Wählscheibe dann angedeutet, was dann nachher aufgeklebt werden muss auf die Wählscheibe. Also funktionieren wird, denke ich mal, das in der Größe nicht. Und hier haben wir dann, und das packen wir auch einmal aus, holen wir auch mal aus der Folie raus. Mal gucken, wie ich das hinbekomme, ohne was kaputt zu machen. Denn das möchten wir ja nicht. Wieder Knisterfolie. Also es bleibt uns doch nicht erspart. So, schon vorbei. Hier haben wir einmal den Hightech Cut. Also hier ist sozusagen die
werden die drei Holzplatten vorgestellt, wie die dann aussehen. Aber auch immer noch keine Einzelteilbeschriftung. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das dann hier auf der CD drauf sein wird. So, hier haben wir dann die einzelnen Holzteile. Das scheint hier 2 oder 3 mm, also ich würde eher sagen 2 mm. Ich hole mal was zum Messen. Ja, oh, 1,68 mm. Also soll das dann 1,8, 1,7. Gut, wisst ihr Bescheid. Also muss man schön aufpassen, ist sehr dünn das Material. Auf jeden Fall haben wir hier diese drei lasergeschnittenen Sperrholzplatten. Und daraus wird dann, hier sind dann Teile für das Dach dabei. Und das wird, denke ich mal, hinten die Rückwand sein. Also wisst ihr ungefähr, wie groß das Teil dann wird. Da kommt ja noch das Dach darauf, also wird ungefähr 25 cm hoch wird dann die Telefonzelle sein und ja, ich schätze mal vielleicht 9,5 cm breit, also im Quadrat wird die Telefonzelle dann werden. Das ist im Maßstab 1:10 und jetzt könnt ihr wieder gehen, noch nicht, Augenblick, ich packe das jetzt noch einmal zusammen und siehst du, jetzt habt ihr gesehen, der verrückte Mario baut dann nun auch noch eine Telefonzelle. Wann das soweit sein wird, weiß ich natürlich noch nicht, aber auf jeden Fall habt ihr das Ganze schon einmal gesehen. Vielleicht schon wieder was vergessen. So, das war dann quasi Unboxing. Ja, richtiges Update war das ja nicht. Und Information. Und Information noch einmal. Einfach mal Models vorbeischauen, euch das angucken, wie ihr gewinnen könnt und dann sieht er euch, ne? Ich bin ja ein Teil von dem Team, ich darf ein Teil von dem Defma Models Team sein und wer gewinnt, den auch alle anderen sind natürlich herzlich eingeladen nach Ried, wer da dann hinkommt, wird ihn dann diesmal sehen können, bestellt ihm schöne Grüße und nächstes Jahr wird dann meine Wenigkeit auch mit dabei sein und ich freue mich auf euch. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Unboxing gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in.